Hallo zum 21. Türchen unseres Meditations-Adventskalenders. Heute geht es zum letzten Mal um die Gedanken. Und zwar möchte ich in dem Fall nochmal auf den typischen Kreislauf eingehen, nämlich dass etwas über unsere Sinne in uns eindringt. Wir beurteilen erstmal, über welchen Kanal das reinkam. Dann wird das Ganze in gut und schlecht sozusagen unterteilt oder neutral, meistens in gut und schlecht. Und wir reagieren darauf. Und genau das soll im Grunde diesmal auch passieren. Nochmal genau diesen Kreislauf sich genauer betrachten. Das heißt, wir betrachten wieder unsere Gedanken. Wir reagieren. Wir interpretieren die erstmal als gut oder als schlecht. Völlig unabhängig, ob das korrekt ist oder nicht. Denn so reagieren wir. Und dann reagieren wir im Grunde auch darauf. Und was ich in dem Fall ganz gerne hätte, wäre, dass Sie einfach mal versuchen, diese Reaktion bewusst wahrzunehmen. Was passiert da in Ihrem Körper? Beschleunigt sich Ihr Herzschlag oder wird Ihnen warm oder wird Ihnen kalt? Was genau passiert da? Und das halte ich insofern für ganz wichtig, denn ab und zu kann es tatsächlich sein, dass beim Meditieren, gerade beim längeren Meditieren, auch durchaus unangenehme Gefühle auftauchen. Und dann sollten Sie ein bisschen sich davor schützen können, denn schlussendlich, wenn man das lang genug ein wenig praktiziert hat, kann man ein bisschen beeinflussen, wie man auf diese Gedanken, die ja sozusagen über den sechsten Sinn in uns eintreten, dass man selbst entscheiden kann, ist das gut oder ist das schlecht. Und selbst wenn es vielleicht schlecht ist und ich davonlaufen möchte, was ich ja in dem Fall gar nicht kann, kann ich vielleicht anders darauf reagieren. Es geht also darum, diesen Automatismus einfach mal zu unterbrechen, zwischen Eindruck, Beurteilung und Reaktion und ein wenig Luft dazwischen reinzukriegen, um dadurch ein wenig Freiheit zu erlangen. Aufgabe für die nächsten 10 Minuten wäre also, die Gedanken einfach zu betrachten und entsprechend die Reaktion einmal genauer anzuschauen, eventuell auch die körperliche Reaktion, bis der nächste Gedanke kommt.